herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von City Skylines und wir wollen heute ein bisschen wieder weiter basteln. Ihr seht ja hier schöne Gebiete, die sehen so wunderschön aus und wir haben hier ein bisschen Platz. Ist da irgendwie, ja, da ist also noch ein bisschen Platz, gut. Ich möchte hier was reinpacken. Ich weiß noch nicht, wie groß es ist. Kurz mal geguckt. Oh, ist doch zu groß. Hätte fast gedacht, das könnte da reinpassen. Schade. Also es würde hier so hinpassen. Aber so würde es halt nicht hinpassen, okay. Müsste halt sehr viel abreißen. Hier müsste ich... Okay, aber das wäre jetzt hier nicht so wild, oder? Wenn ich das hier ein bisschen abreiße. Weil da sind sehr viele Gebäude eh, die da nicht so wachsen wollen. Dann können wir es auch direkt hier so, zack, mittig hinbauen. Das bleibt dahin so. Und das ist ein öffentliches Soccerfeld, also Fußballfeld. Wo dann die Leute gerne hinkommen, hoffe ich mal. Sehr schön. Also es ist Industrie und Gewerbe sehr gefragt. Und in Zukunft werde ich es vielleicht sogar machen, dass wir diese Gebiete direkt auslagern. Aber erstmal gucken wir, wo wir hier Gewerbe hinpacken können. Wir haben hier überall sehr viel Gewerbe. Industrie baue ich hier einfach auch mal ein bisschen noch wieder ran. Und das auf eine Art und Weise, die mir noch nicht einfällt. Ist da auch... Nö, hier unten ist das. Okay. Das ist hier sogar in Ordnung im Prinzip. So. Zack. Und dann lassen wir mal die LKWs hier so ein bisschen reinfahren. So. Okay. Machen wir das mal so, nicht? Und dann sollen die hier zwischendurch auch noch ein bisschen rüberfahren können. Finde ich zumindest, dass das eine faire Angelegenheit ist. So. Und dann vielleicht noch... Was ist das? Was zu steil? Was zu steil, Digga? da muss ich vielleicht andere Sachen da noch ransetzen. Vielleicht hier so kleinere Straßen. So. Ach, guck mal, das geht. So, und dann können wir hier Industrie ranhauen. Und das wird dann vermutlich diese Dingensindustrie, ne? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken gleich mal. Also, ich vermute einfach mal, dass wir es hier so machen. Hier nicht. Zack. So, sind hier die... Ja, okay. Das heißt, hier Gebietstool. Hier, das ist alles das Ding. Weiß nicht, ob da so Erz hier sehr viel ist. Ist da auf jeden Fall so. Okay, und dann brauchen wir noch ein bisschen hiervon, dem schönen blauen Zeug. Wo die halt auch wieder was hinliefern können, ne? Und ich sehe gerade, es fehlt hier an Wasser. Wasser, das soll halt hier nicht mangeln. Schön. Strom passt auch. Okay, das wächst jetzt hier ran. Vielleicht ein bisschen schneller. Autos. Hier, ja. Ja, passt schon. Das passt schon. Kriminalität ist auch in Ordnung. So. Hier total tot und so. Die Müllverbrennung. Okay, hier der Fluss auch schon komplett dicht geschissen. Was ist mit dir? Heute ist abgeschaltet. Budgetfenster aufrufen. Abwasserrohr. Will die vielleicht auch mal komplett entfernen? Ja. Jo, und dann machen wir dafür andere Sachen hin. Und zwar diese. Die passen nicht hin. So, oh, geht doch. Hm.
Ja. Guck mal, hier ist ein bisschen Platz. Da ist noch ein bisschen Platz. Hier nicht. Okay, dann müssen wir die auch verbinden. So, wie sieht das hier aus mit Strom? Auch perfekt. Abwasser ist aber, ich hoffe, in Verfügbarkeit. Das ist an. An. Okay. Es wird mehr Gewerbe gefordert. Was sagen die eigentlich zu dem Fußballfeld? Hä? Ist doch cool, oder was? Das haben die echt schick gebaut. Finde ich schick. Da fahren noch ein paar Kinder herum. Ja. Okay, mehr Gewerbe. Schön wäre es, wenn man natürlich noch sehen würde, wo das Gewerbe am besten hin sollte. Also wo es gefordert ist. Aber das passt schon, ne? Hier, oh, super Stau. Weil die alle da so hin wollen. Hier, da rein. Wie wäre es, wenn wir hier zwischen nochmal eine Zwischenbahn ziehen? Dass die Autos vielleicht auch früher schon abbiegen können, falls sie darauf Bock haben. So. Eine zusätzliche Kreuzung, die aber vielleicht auch Abhilfe schafft. Eventuell. Nö. Schön flach bleiben. Schön den Ball flach halten. So. Da nochmal rüber. Machen wir das so. Hier entlang. Müssen sie alle nicht nur da entlang, sondern können auch hier entlang. Und die ersten nutzen auch die Straße. Warten wir mal ab, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Mehr Gewerbe immer noch. Jo, dann bauen wir mal ein bisschen Gewerbe, ne? Bisschen dünnes Gewerbe. Hier so auch nochmal dünnes Gewerbe. Sieht es da mit dem Wasser aus? Natürlich nicht. Hier so, damit das einmal so ein bisschen verteilt aussieht. So, das wäre das etwas dünnere Gewerbe. Das baut auch gerade noch. So, dann bauen wir aber auch nochmal hier ein bisschen Gewerbe. Gut. Sehr schön. Das läuft jetzt hier alles. Wir sehen immer noch große Probleme. Von der Autobahn, wo kommen sie alle hier rauf? Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal hier sagen, Abfahrt hier auch nochmal runter. Das wäre aber dann doch etwas zu steil, ne? Das ist beschissen da mit dem Ding. Nö, das gefällt mir nicht. Lassen wir das so. Gut, also da kommen wir jetzt auch nicht so rüber. Hier funktioniert es eigentlich ganz gut mit dem Rüber- und Runterfahren. Ist auf jeden Fall ein cooles System, wie das da gebaut wurde. Ich denke, wir brauchen halt noch ein paar Buslinien, die wir auch noch ein bisschen einrichten wollen. Busse, hier. Ich versuche mal ein paar Linien innerhalb dieses Dingens zu bauen. Ja, also so ein paar mehrere Teile, also wo es einfach nur um Block fährt. Muss ja nirgendwo hinfahren. Wir können ja mehrere kleine haben, dann können sie halt über die Linien halt umsteigen. So sehe ich das halt einfach mal. Und wir fangen einfach mal an. So. Und ich werde einfach sozusagen viele kleine Kreise bauen. So, wieder ein Kreis. Jetzt baue ich hier einen Kreis.
Man erkennt manchmal gar nicht so richtig, wo das jetzt zugehört. Aber ich glaube, das ist alles schon gut und jetzt müsste ich nur noch den Anfangspunkt wiederfinden. Wo ist der Anfangspunkt? Jetzt irgendwie eine andere Farbe wäre halt toll, ne? Ach, da hinten. Okay. So, sehr schön. Hier sehe ich ganz wenig Kreisverkehr. Wie machen wir das denn am besten? Starten wir hier irgendwo? Hier? Und arbeiten uns langsam hier so entlang. Machen wir so richtig schöne Schlangenlinien. Nee, die muss da weg. Wir machen das mal so. So, ich versuche hier einfach ein bisschen mehr Buslinien zu bauen. Auch wenn das Unterfangen alles nicht so optimal ist. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich die überhaupt so ein bisschen verlegen soll, die Linien. Aber, wen interessiert's, ne? Ich baue hier einfach nach Gusto. Und wenn das halt nicht gut ist, dann sehen wir das. Ich weiß halt echt überhaupt nicht, wie ich die Linien bauen soll. So, jetzt haben wir hier. Und zack, wieder eine Linie, die da durchgeht. Jetzt haben wir aber noch die obere Hälfte. Und die obere Hälfte, sag ich, beginnt hier. Nach jedem Block irgendwie vielleicht so. Immer wieder mal ein kleiner Abstand. Hier rum. Zack, da. Es freut die halt, ne? Weil das so zufrieden und so weiter macht. So. Und es gibt auch Upgrades, wie ihr hören könnt. Ne? Ist schon gut. Das ist schon echt gut. Und Verbindung geschafft. So. Hier fährt nichts durch. Wir können also nochmal eine Mittellinie machen. Die einfach hier anfängt. Wir lassen einfach mal ganz viele Leute mit dem Bus fahren. So, und es gibt halt auch einen Bus, der hier rüber fährt, ne? Ja, da gibt es auch ein, zwei Busse. Okay, ich würde natürlich gerne einfach die Linien so löschen, aber gibt es halt nicht so die Möglichkeit. So, fangen wir nochmal hier an. So. Hier entlang. Hier, nee, da vielleicht nicht. Wir fahren hier. Dahin, dahin. Dahin, wo ist der Anfang? Da. So. Ich habe keine Ahnung. Und wieder mehr Industrie wollen wir. Okay. Dann wollen wir das wohl, ne? Also hier ist auch schon eine fette Industriemeile. Straßenverkehr. Bessert sich das denn durch unseren Kram hier? Vielleicht brauchen wir noch ein paar Straßenbahnen, die so düdüd so ein bisschen die Verbindung in die Entfernung halt auch so machen. U-Bahn. Da haben wir hier noch gar nicht so die Dinger, ne? Ja. Da ist irgendwas leer. Ja. So, ich setze einfach erstmal die ganzen U-Bahn-Dinger hin. Die U-Bahn-Schächte.
im Prinzip. So. Hierhin. Und wie wir das dann verbinden, das weiß ich noch nicht. So, okay. Ja, da bauen wir hier nochmal ein paar Tunnels. So. So, aber vielleicht will man ja auch von hier aus direkt nach da. Kann ja auch sein, ne? Oder von hier nach da. Ne, ach, die können sich nicht überschneiden. Okay. Ja, ach, keine Ahnung. Achso, ne, ich muss einfach nur so machen. So sind die alle untereinander verbunden. Und von hier dann nach da eventuell. Auch schön. Oder aber von hier nach da. So, dann kann man hier so eine neue Route noch bauen. Zum Beispiel fängt das hier an. Dahin. Dahin. Da. Hält hier. Hält da. Da. Und da. Fährt hier hin. Und fährt nach da. Dahin und macht den Kreis dazu. Und wir haben keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Sehr schön. Okay, also wieder mehr Gewerbe und mehr Industrie. Gewerbe können wir wieder hier vorne hinmalen. Diesmal in dick, weil wir es können, ne? Ich weiß nicht, ob Gewerbe vom Umwelt, von der Umwelt sozusagen lebt oder profitiert. Wenn ja, dann ist das blöd. Wasser wieder gucken. Das ist alles noch in Ordnung. Und Industrie. Die Industrie, die kann ich hier zwischen noch wieder friemeln. So. Bauen wir also da wieder weiter Industrie. Zack. Hier Industrie. Ist wunderbar. Wasser muss ich hier oben wahrscheinlich hinlegen. Ja. Das ist schön. Und damit sind wir auch im Prinzip schon durch. Der Verkehr löst sich selbstverständlich nicht auf. Wir brauchen vielleicht ein paar Busse, die so hier zwischenfahren. Das könnte man mal probieren. Dass man so ein paar Busbahnen noch macht. Machen wir das nochmal. Also wir fangen mal an mit einer Linie. Die... hier startet. Darüber fährt. Hier hin. Hier hin. Da so. Da und da die Verbindung baut. Nächste Linie. Die soll halt auch irgendwie darüber führen. Keine Ahnung. Okay, schicken wir hier einmal so rum. Hier. Einmal da so rum. Da hält. Und da die Verbindung dicht macht. Und dann eine... Hallo? Haltestelle, nee, wir wollen eine neue... eine neue Linie. Hm. Muss ich mal gucken, also die soll hier so rüberfahren. Aber hier ist schon sehr viel. Nee, okay. Ein bisschen kann vielleicht noch hier was rüberfahren, ne? So zum Beispiel von hier nach da, aber das kann man sich auch noch überlegen. Ich denke mal, das ist soweit so gut.
Eigentlich sieht das ganz gut aus. 1800, die das benutzen, die Busse. Das finde ich gut. Ja, läuft. Okay, gut, dann war es das wieder für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wir brauchen noch mehr Gewerbe, wie ich hier gerade sehe. Das werde ich noch eben gerade hinmalen. Wird hier eine reine Gewerbeaktion. Und ja, gut, super. Damit bedanke ich mich wieder bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's also gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.